Aber ich bremse mal, okay? Jo. Dann fahren wir weiter. Du erinnerst so, Ober. Hast du nur lange ja. Also ja, vorhin hatten wir so ein bisschen Lauf, vorhin haben wir für eine pure Salz, Salz, um das kurz mal anfangen müssen. Haben wir vorhin 720 K bekommen oder so. Alter! Beide zusammen, oder? Nee, für einen. Okay. Na gut, so wie Dom das jetzt macht, ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich die LKWs leihen kann, ne? Muss man sich keinen selbst kaufen. Hi, werden aber später bestimmt auch ein. Ja, später, wenn du Geld hast, natürlich. Oder wir kaufen. Also man muss es nur so sehen. Noch 5 erfolgreiche Überfälle und dann hast du wieder dein Tempest hier. Wenn wir gleich ein paar ausrauben, ne? Wer weiß. Vielleicht haben wir Glück. Es gibt ordentlich was. Oder vielleicht haben wir auch Pech. Kommen knapp. Ja, das kann auch sein. Aber eigentlich beim Kupferhändler schnell abhauen oder schnell in der Halle verstecken oder so, klappt eigentlich immer. Ich hätte noch ein Heli im Angebot. Nein, Hami, so sag ich mal. Der nur umbenannt worden ist. Alter, warte, Uran, Alter. Uran wird doch auch mal, oder? Dafür brauchst du auch so zu den kannst du dir aber auch sparen. Ja, weiß ich nicht. Genau. Oh, Casino auch erfolgreich. Ja. Wir sollten hier auf jeden Fall schnell raus. Ich hab irgendwie HP verloren, ne? Als ich dann lang. Oh, ich auch, radioaktive Zone, ja. 10 HP nur. Ja, ich auch, ich hab 90 HP. Warte mal, der Kick. Bingo, Pio! What? Was sind wir eigentlich? Straße folgen, die Straße folgen und dann nach rechts abbiegen. Okay, die Straße erstmal nur folgen. Der hat echt einen geilen Sound. Okay. Aber ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr auf diesen normale alte Slav. Ich habe irgendwie keine Lust mehr auf diesen normale alte Slav. So mit Mods, so wie jetzt, ist eigentlich ziemlich shit. Ja. Oh, das Ding, das fährt sich halt wie ein Stück Brot. Platz hat er eigentlich 20 nur. Lol. Ich würde dir empfehlen, von deinen 200k, die du jetzt da noch hast, oder wie viel da immer waren, dir im Pack zu holen und dann Kupfer zu fahren. Ja, das hatte ich auch eigentlich jetzt vor, eigentlich, also nachher irgendwann, wenn wir nicht mehr ausrauben. Ich hoffe ja, vom Aufrauben kriegen wir auch nochmal alle ein bisschen Geld, ne? Ich weiß ja, als ob du überhaupt da mitmachen will. Ja. Aber ich schätze mal, am Kupferhändler kriegen wir auch ein bisschen. Ich mache legal weiter. Seid? Ja, bei mir auch. Es tut mir auf jeden Fall bei den Aufnahmen immer ziemlich leid, wenn es mal ein bisschen leckt.
Warte, wir müssen eins noch rum. Das Problem ist, das Auto kann nicht driften einfach. Das geht so gerade auf der Straße, der kann einfach nicht driften. Oh, was ist offen dann? Ja. Das ist mal, oh mein Gott, ich muss erstmal healen. Und dann muss ich später nochmal zu den Medics oder so. Und das ist ein goldener Revolver und keine goldene Desert Eagle Vogel. Ja, meine ich doch. Ist für mich das gleiche. Waffen haben. Wo ist jetzt die Munition? Die K-Piss sieht auch nicht schlecht aus, aber die kostet zu viel. Also warte, wie teuer? Also 10k. $140k muss ich optimieren. Bin da reichen 22 Magazine wohl? 5. Jetzt wie viel? Ja, wer weiß, wie viele Leute wir bedrohen. Und was es noch für eine Schießerei gibt. Ich hatte auch mal 22 Magazine in der DRG. Oh, jetzt rede ich im Grunde. Ich hatte immer 22 Magazine für die TRG, hatte eine Schießerei und dann wurde die mir schon knapp. Hatte nur noch 2 Magazine. Immer 150 km.